Ja, schönen guten Morgen. Wie man heute in der Zeitung lesen konnte, am Donnerstag Sondersitzung zum Luthergrünzug. Hintergrund der Entscheidung ist, dort sollen Stauteiche umgestaltet werden, der gesamte Grünzug soll umgestaltet werden. In dem Zuge hatte die Verwaltung einen Vorschlag unterbreitet, der auch 40 Wohneinheiten zugänglich von der Heper Straße vorsieht. Hier wäre also sozialer, bezahlbarer Wohnungsbau möglich gewesen in attraktiver Wohnlage und innenstadtnah. Problem sind dort befindlichen Kleingärten. Das ist eine Kleingartensiedlung, wo das Umweltamt am Anfang, das federführende, für die Planung federführende Umweltamt, am Anfang nicht adäquat mit einbezogen hat. Dadurch ist es sind Ersatzflächen angeboten worden für die kleinen Gartenbesitzer in, wie wir finden, zumutbarer Entfernung. Jetzt ist das so mit den Kleingartensiedlungen, die dort auch schon sehr lange besteht. Die haben einen fairen Umgang verdient, aber aus unserer Auffassung nach keine Ewigkeitsgarantie, denn das ist Land der Stadt, was früher einmal vergeben worden ist, weil es nicht zentrumsnah und nicht zu gebrauchen war, nicht nutzbar gemacht werden sollte. Jetzt wächst die Stadt. Top-Priorität ist die Wohnungsnot. Immer wieder wird das von allen Parteien auch im Rat und in der öffentlichen Diskussion vertreten. Priorität muss Wohnungsbau haben. Hier haben wir mal eine ganz konkrete Entscheidung. Hier haben wir eine ganz konkrete Entscheidung vorliegen und schon bei den ersten Widerständen wird eingeknickt, maßgeblich die SPD, die sich für den Erhalt der kleinen Gartensiedlungen eingesetzt hat, für an und für sich ein löblicher Einsatz. Nur Politik ist auch Prioritätensetzung. Priorität muss aus Sicht der FDP der Wohnungsbau haben. Das passiert hier in dieser Entscheidung nicht. Die Koalition hat einen großen Kompromiss gemacht dazu, der im Prinzip keine Änderung bei den Kleingärten vorsieht. Bei der Gestaltung der Wasserflächen gibt es Änderungen. Aber das Wesentliche für uns sind 40 Wohneinheiten. Die fallen in diesem Kompromiss weg. Die CDU hat signalisiert, dass sie auch mitgehen wird, also mit dem Kompromiss von Rot-Grün, der halt diese Wohneinheiten nicht vorsieht. Wir halten das für ganz grob fahrlässig und einen Lackmustest, wie unter einem Vergrößerungsglas sieht man die Probleme, die die Politik hat, die wachsende Stadt zu gestalten. Man kann das halt nicht immer im Einvernehmen mit allen Anwohnern machen. Für uns sind die Interessen von Wohnungssuchenden jetzt wichtiger als die berechtigten Interesse der Kleingärtner, denen man aber, wie gesagt, Ersatzflächen angeboten hat. Und auf diesen Ersatzflächen ist wiederum Wohnungsbau nicht möglich. Deswegen wäre es eigentlich ein Gewinn, nicht so einfach möglich. Deswegen wäre es ein Gewinn, wenn wir beim ursprünglichen Vorschlag der Verwaltung bleiben. Wir werden auch dafür stimmen und dafür werben. Und ja, sind jetzt schon ziemlich enttäuscht, dass, wenn es einmal konkret wird, man dort nicht den Mut hat, etwas politisch zu führen und für Wohnungen zu sorgen. Insbesondere ist interessant, innerhalb der Koalition stehen ja sonst immer die Grünen bei jenen Flächenverwendungen auf der Bremse. Hier setzt sich jetzt einmal die SPD durch und dann, um Wohnungen zu verhindern, das wirklich zum Verzweifeln. Und aus unserer Sicht hat die SPD damit jede Glaubwürdigkeit verloren, konkret etwas für bezahlbaren Wohnraum zu machen. Hier ist sich zulasten Dritter geeinigt worden, nämlich eine Einigung auf dem Rücken der Wohnungssuchenden, der Menschen, die gerne in eine andere, besser geeignete Wohnung ziehen würden oder halt eine bezahlbare Wohnung suchen. Das wäre dort zumindest in diesen 40 Wohneinheiten möglich gewesen. Hätte nicht alles geändert, aber es ist ein wichtiges Zeichen und es setzt das Signal, wir tun eigentlich viel zu wenig im Wohnungsbau. Und wenn irgendwas dazwischen kommt und es kommt in der Großstadt immer was dazwischen, dann knicken wir ein. Fatales Signal, wir werden uns dagegen einsetzen. Für Fragen stehen wir wie immer gerne zur Verfügung, per Kontakt zum Beispiel über Facebook. Vielen Dank, trotzdem einen schönen Tag, bis demnächst.